Wenn du ständig verlassen wirst, was kannst du dagegen tun? In diesem Video werde ich dir ein paar Punkte nennen, die dir helfen können, das herauszufinden, falls es dich betrifft. Es gibt genug Frauen da draußen, die das Problem haben, keine Beziehung in Anführungsstrichen halten zu können, weil sie irgendwie ständig verlassen werden. Das liegt nicht daran, weil die Frauen stinken, hässlich sind oder was auch immer, sondern das sind unbewusste Themen in einem, die dafür sorgen, dass man keine Beziehung halten kann. Punkt Nummer eins, es kann sein, dass du in der Kindheit mit Verlustängsten leben musstest. Vielleicht ist dein Vater gegangen, als du klein warst, Eltern haben sich getrennt und du hast gespeichert, mein Papa hat mich verlassen. So, kein Vater verlässt sein Kind. Ich weiß, das ist auch wieder so eine Ohrfeige für viele. Der Vater hat selber ein Traumata, der hat selbst irgendein Problem und deswegen flieht er vor sich selbst eigentlich. Das hört sich so an, als würde ich es irgendwie gut reden. Das ist natürlich scheiße, wenn der Vater die Familie verlässt. Aber wir speichern oft, wir Menschen, es hat was mit mir zu tun. Und dieses Muster, dieses Verlust, diese Verlustangst wird gespeichert und im Erwachsenenalter weitergeführt. Das ist leider oft so, die Beziehungen, die wir als Kind geführt haben, auf die wir keinen Einfluss hatten als Kind, zu unseren Eltern, diese Beziehungen führen wir im Erwachsenenalter fort. Es kann aber auch sein, dass zum Beispiel dein Vater die Familie nicht verlassen hat und zu Hause war, aber die Ehe deiner Eltern war nicht wirklich so, wie du sie gerne hättest. Und unbewusst denkst du dir, so will ich nicht leben. Und dann ziehst du ständig Beziehungen an, die ähnlich deiner Eltern sind und so willst du ja nicht leben, also musst du diese Beziehung wieder abstoßen und dann kannst du die Beziehung wieder nicht halten. Es kann aber auch sein, es gibt so viele Gründe. Ich könnte jetzt hier 1000 Gründe aufzählen. Es ist immer gut, wenn man persönlich mit jemandem spricht, weil es bei jedem anders ist. Und für jeden oft unbewusst, weil man das Thema einfach nicht weiß. Oder es gibt auch viele, die wissen ihr Thema, wissen aber nicht, wie sie aus dem Thema rausgehen können. Oft ist es aber wirklich der Fall, dass der Vater die Familie verlassen hat und das Kind speichert, Verlustängste in sich trägt und damit auch jeden Mann abstößt. Und wenn man das weiß, kann man an seinen eigenen Glaubenssätzen arbeiten. Es gibt auch Frauen, die gelernt haben als Kind, du kriegst keinen Mann, so wie du bist. Du kannst keinen Mann halten, guck dich doch mal an, du kriegst doch nichts hin. Und da war vielleicht die Ehe der Eltern einigermaßen gut und trotzdem kann man keinen Mann halten und denkt sich, hä, liegt der wohl nicht an meinen Eltern? Nein, aber an deinen Überzeugungen. Deine Überzeugungen kreieren deine Welt. Und wenn wir das wissen, können wir unsere Überzeugungen verändern, um unsere Welt zu verändern, um unsere persönlichen Erfahrungen mit anderen in Beziehungen zu verändern. Und falls das bei dir der Fall ist, unten ist ein Link zu meiner Webseite. Wir können gerne kostenlos telefonieren, dass wir uns mal dein Thema anschauen, ob ich dir helfen kann. Wie gesagt, das ist für jeden ein anderes Thema. Du kannst mir auch gerne dein Thema unten in die Kommentare reinschreiben, wenn du dich traust. Und dann kann ich dazu speziell nochmal ein Video machen, speziell zu deinem Thema. Und ich bin mir sicher, zu jedem Fall gibt es immer noch ganz, ganz, ganz viele, die den gleichen haben. Wenn ich ein Video mache, hilft es auch den anderen Zuschauern. Ich wünsche dir jetzt eine wundervolle Zeit und bis bald zu einem der nächsten Videos.